Hallo und willkommen zu einer neuen Folge meines Selbstwert-Videoblogs. Menschen wie ich stehen normalerweise nicht vor einer Kamera und erzählen anderen Menschen etwas über das Thema Selbstwert. Wie ich das meine? Ich habe das Tourette-Syndrom, habe ich ja schon mal in einer anderen Folge erzählt. Das heißt, manchmal mache ich eben einfach komische Körperbewegungen. Früher war das noch viel, viel schlimmer als heute. Und ich habe gleichzeitig vor, ja, inzwischen ist es 7 Jahre her, eine Diagnose bekommen. Eine selbstunsichere und zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Und heute stehe ich hier vor der Kamera und erzähle euch was zum Thema Selbstwert. Es ist viel passiert in den letzten 7 Jahren. Ich habe sehr, sehr viel an mir gearbeitet. Aber eines, vor allen Dingen eines habe ich gelernt. Lass dich absolut nicht entmutigen, egal welche Diagnose du hast, ob man dir eine Lese- und Rechtschreibschwäche oder ADHS, ADS oder sonst irgendwas als Diagnose gibt oder ob du einfach nur das Gefühl hast, du bist nicht gut genug, du reichst nicht. Es ist immer nur eine Seite der Medaille. Alles, wirklich alles, alles im Leben kann und darf sich ändern. Und ich möchte dich heute ermutigen, schau nach vorne und schreib dir mal auf, was ist so dein großer Lebenstraum, was möchtest du werden? Ich wollte als Kind schon Sängerin und Schauspielerin werden und ich habe damals als Kind in den 70er Jahren, auch in den 80er Jahren noch immer zu hören gekriegt, ach du hast doch sowieso kein Talent und überhaupt, meine Körpersprache war ja nun auch etwas besonders durch mein Tourette-Syndrom und ich habe das so sehr mir zu eigen gemacht und immer das Gefühl gehabt, naja, ich genüge nicht, dass ich das selbst geglaubt habe. Heute stehe ich auf Bühnen, heute stehe ich vor der Kamera. Und ja, auch ich habe manchmal nach wie vor Unsicherheiten, gebe ich offen zu. Aber auch das ist ein Stück weit normal. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen es gibt, die unsicher sind. Wenn sie zum Beispiel vor Menschen sprechen, wenn sie in neue Situationen reinkommen, wenn irgendwas Ungewohntes da ist. Ich möchte dir heute eine kleine Übung mit an die Hand geben. Reise zu deinem jüngeren Ich. Reise doch einfach mal 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre zurück und gib deinem jüngeren Ich Ratschläge mit auf den Weg. Was würdest du aus heutiger Sicht deinem jüngeren Ich raten? Bei mir war diese Übung, als ich sie das erste Mal gemacht habe, sehr, sehr tränenreich. Weil bei mir ist was ganz Banales rausgekommen. Vertraue. Vertraue dir und vertraue der Zeit. Vertraue den Umständen. Was ist es bei dir, was dabei rauskommt? Und wenn du heute vor einer herausfordernden Situation bist oder dich nicht gut genug fühlst, dann machst du noch eine zweite Übung. Dann reist du nämlich einmal in die Zukunft. Und aus der Perspektive deines zukünftigen Ichs gibst du bitte deinem heutigen Ich Ratschläge und Tipps. Das ist mein heutiger Impuls. Bis bald. Ciao.